Du könntest aber noch weiter. Nee, du könntest nicht weitergehen. Da ist der Kies runtergefallen. So, ich gehe jetzt einfach. Ja, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust auf Lava-Pool. So, das war schon mal eine Sackgasse. Oh, das ist Kohle. Ich will Kohle übersehen. Ja, ist ja gut. Ich nehme die ja schon mit, Mann. Das ist ja besser, Mann. Gut, dass ich für zwei gemacht habe. Aber ich brauche noch ein bisschen Eisen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Weil Kohle haben wir gleich erstmal genug. So. Viel von dem Zeug, ne? Ist voll ungewohnt. So, dann nehmen wir das noch mit. Jetzt kann ich es ja abbauen. Es ist schön, dass die andere Fledermaus auch lebt. Die andere hat sich gerade in den Tod gestürzt. Sie ist einfach in die Lava reingesprungen. Einfach so. Übrigens gesprungen. Ja, das ist total richtig so. Das ist genau richtig ausgedrückt. Puck. Sehr, sehr lange Gänge. So, jetzt noch Eisen. Ich mache es so lange, bis mir jetzt die Fackeln ausgehen. Dann gehe ich wieder zurück. Oder ich mache so lange, bis die Spitzhacke kaputt ist. Das könnte ich auch machen. Was ich auch hätte machen können, ist, gerade wenn ich meine Höhle sind, das sind Pilze, die Monster anmachen. Aber ich habe ja kein Schwert gekraftet. Hm, dann halt nicht. Ist auch nicht so, dass ich was dabei hätte, dass ich mir ein Schwert kraften könnte, aber Nee. Ich bleib jetzt bei meiner Reihenfolge. Ich habe gesagt, ich mache die Monster erst an, wenn ich ein Bett habe, dann mache ich das auch so. Puh! Außerdem muss ich dann auf die Suche nach was zu essen gehen. Das kommt ja auch noch. Verdammt! Die sind Pilze. Die ist ein sehr großer Raum. Oh, ich liebe diese großen Räume, die man einfach mal unter der Erde findet. Von hier aus geht es auch noch weiter. Ich habe auch schon mal in so einem Raum unter der Erde einfach mal eine Bude gebaut. Das sah auch sehr lustig aus. Weil die immer sehr schön sind. Kann man sich immer so symmetrisch noch machen, so die Wände, weil das hier meistens ja so aussieht, dass es nicht ganz so symmetrisch ist. Zum Beispiel da. Oh, das geht eigentlich diesmal. Doch, diesmal sieht das sehr symmetrisch aus. Das wäre ein schöner Raum gewesen, wenn ich hier nicht die Wand abgehauen hätte. Naja, ne? Da ist noch Eisen. Jetzt sehe ich gerade wieder noch weniger, weil jetzt ist die Sonne richtig weit oben. Also die Real-Life-Sonne. So, da ist noch Kohle. Könnte jetzt die Pilze mitnehmen, aber dafür brauche ich auch noch braune Pilze. Könnte man sich eine Pilzsuppe machen. Oh, wo kriege ich jetzt braune Pilze her? Ich brauche ein Sumpfbiom. War hier nicht eins in der Nähe? Vorm Birkenwald noch? Ich glaube schon, aber ich brauche unbedingt mal wieder Fackeln. Komm weg. So, Kohle haben wir gleich erstmal genug. Sehen hier nichts. Ja. Man findet ja auch wieder so elendig viel. Man denkt, ach, da ist nur so ein Kohlestück und es ist wieder die ganze Wand voll. Mein Gott. Ich glaube, wenn er hier nicht Granit an den Seiten wäre, dann wäre hier sogar noch mehr. Hier ist so aufmäßig viel. Das mal an. Ich höre gar nicht mal auf. Das hört gar nicht auf. Doch, es hört auf. Schön. Danke. Wenn dann alles mitnehmen. So. Nichts liegen lassen. Können wir alles gebrauchen. Ganz, ganz wichtiges Zeug. So. Nehmen wir einfach mal mit. Falls wir doch noch braune Pilze finden, dann können wir zumindest eine Pilzsuppe machen. Ist auch noch Eisen. Mensch, bist du dran vorbeigelaufen? Also das sollte uns erstmal nicht mangeln. Das ist gut. Wir haben ja genug Höhlen drumherum. So. Probier können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. So nebenbei ein bisschen was abbauen. So, und dann gehen wir mal weiter. Ich mache das wirklich so lange, bis die Spitzhacke kaputt ist. Auch da ist wieder Wasser. Und dann geht es, glaube ich, raus. Oder da ist wieder ein Lava-Pool. Ich glaube, da geht's raus. Ach, war das die, wo ich oben... Ja, das war genau da, wo ich oben das Wasser... Okay. Spiel sagt, ich soll rausgehen. Gut. Spiel sagt, geh raus. Dann mache ich den Regen an und dann wirst du richtig schön nass. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Du bist wirklich sehr, sehr großzügig. Finde ich ganz toll von dir. Minecraft ist manchmal echt eine Bitch. Richtige Bitch. So.
sehe ich von hier aus noch irgendwo Sandstein. Da hinten ist noch Sandstein. Jetzt gehe ich recht nicht nach Hause. Küss mich mal. Und das Spiel meint, mich nass machen zu müssen. Dann ist das halt so. Können wir nebenbei ja noch ein bisschen rumgucken hier. Die Gegend ein bisschen erforschen. So, gucken wir den Sandstein. Oh, guck mal, hier ist eine Höhle. Okay. Wären wir hier auch anders reingekommen? Ja, von da. Nein, der Sandstein. Ich brauch den doch. Okay, in Höhlen mangelt uns es hier wirklich nicht. Also ist es genug da zum Erforschen. Das ist schon mal schön. Oh, ist auch einer. Nein, nicht der Sandstein. Brauch den doch. Ich möchte mir nicht aus rotem Sand Sandstein machen. Das wäre eine Verschwendung. Ich hab mal ein ganzes Haus aus Sandstein gebaut und dafür Sand abgebaut. Weil ich nicht wusste, dass unter dem Sand auch noch Sandstein ist, bis ich dann irgendwann so weit gebuddelt hatte, dann runter, dass ich dann gesehen habe, oh, da ist der Sandstein drunter. Ups. Naja, ich habe im Nachhinein aber den ganzen Strand, den ich da abgebuddelt habe, mit dem Sand auch wieder angelegt, was echt eine blöde Arbeit war. Was bist du eigentlich? Du bist rot gefärbter Sand, du siehst jetzt aber ganz schön lila aus. Ton meine ich. Wow. Diese Farbe pracht. Oh, guck mal, Lavapool. Na. Guck euch mal dieses bunte Chaos hier an. Ist wunderschön. Sollte nicht so weit weglaufen. Vielleicht nehmen wir mal den Kaktus mit. Guck hier, ob hier noch ein bisschen Sandstein irgendwo ist. Weil, ich glaube, 23. Auch könnte reichen. Könnte reichen. Nur so in die Ferne guckt, da hinten ist da wieder Tafelberg. Hier ist überall. Überall Tafelberg. Schütte ich nämlich auch noch mit. Wo ich langsam glaube, so grüner Teppich auf dem roten Sandstein nicht sehr gut aussieht. Aber es gibt ja noch ein zweites Stockwerk. Irgendwann. Au. Ich glaube, da ist ein anderes Biom hier. Auf Tafelbergen regnet das nicht? Jetzt echt? Cool. Ich finde das super. Echt, auf Tafelbergen regnet das nicht? Geil, weil hier so trockene Luft ist. Wie cool ist das denn? Hihihihi. Hihihi. Tja, Spiel. Pech gehabt, dass ich hier oben drauf wohne. Na, 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 na. Hier oben regnet das nicht. Da, 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 da. Ich finde das voll toll jetzt. So, machen wir jetzt das Glas da raus. So. So. Tada! Sieht echt gar nicht so schlecht aus. Das finde ich gut. Müsste eigentlich da und da auch noch mal so ein Glasding haben, aber kann ich schlecht machen, weil hier das an der Seite ist. Sobald ich fünf von vorne ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Nö, das geht schon so. Gut, dann da mal das Glas hier rein. Dann packen wir mal eben, ne, nicht dich. Dich da rein, so. Machen wir mit Kohle voll. Und dann schnappen wir uns den hier. Das ist so bunt alles. Moment, das ist ja Granit. Granit, Diorit, Granit, Alter! Schreckt mich nicht so, what the fuck? Ich hab mich gerade voll verjagt. Alter Schwede. Gott, bitte. Kann hier trotzdem der Blitz einschlagen? Wow, ganz böses Gewitter hier im Gange. Wow, das krieg ich echt hier rein. Mami, ich hab da Angst vor Gewittern. Oh Mann. Find ich nicht lustig. Wow, ich habe schon lange kein Gewitter mehr in Minecraft gehabt. Ja, weil ich sonst immer pennen gehe. Und dann sowas merkt man sollte nicht immer schlafen gehen. Man verpasst das Beste. Ich mag Gewitter.
Aber nicht in Minecraft. Bitte nirgendwo hier einschlagen, ne? Ich habe echt Angst, von einem Blitz getroffen zu werden. Ich kann es eigentlich auch im Inventar machen. Ich mache das jetzt doch so. Weil ich keine Lust habe, jetzt die ganze Zeit nach Sandstein zu suchen. Ich glaube, es reicht nicht. Meine Fresse. Aber die Gewitter in Minecraft sind sehr kurz. Leider. Ich finde zwei Sandsteine. Wow. Gleich werde ich vom Blitz getroffen. Ich muss da noch mal runter. Ich brauche Sand. Aber nicht viel. Hier ist der Regen. Das ist irgendwie ein beruhigendes Geräusch. Sehr, sehr beruhigendes Geräusch. Aber das Gewitter ist trotzdem ja nicht vorbei. So, wo bin ich denn gerade eben hochgelatscht? Ich weiß es nicht mehr. Hier, ne? Ja, hier. Ich mag Gewitter. Ich finde es faszinierend. Gewitter ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Wir haben vor ein paar Wochen ein richtig schäftiges Gewitter bei uns gehabt. Richtig schön riesige Blitze. Riesengroß und lang und wow. Einfach nur hell und grell. Der ganze Himmel war auf einmal schön strahlend weiß. Und ich glaube, es hört auch schon gerade auf zu gewittern. Es war sehr schön anzugucken. Ich fand Gewitter und ich finde es auch immer noch sehr, sehr faszinierend. Wirklich. Ich habe auch früher nie Angst vor Gewitter gehabt. Ich war immer, oh geil, Gewitter. Fenster setzen, rausgucken, angucken. Das geilste überhaupt. Habt ihr früher Angst vor Gewittern gehabt? Also ich wirklich gar nicht. Null. Ich fand's, ich weiß auch nicht. Es war irgendwie total mein Ding, Gewitter. Oh, guck mal, Gewitter ist vorbei. Und das Schöne an Gewittern ist, danach haben wir richtig schöne, klare Luft. Richtig schön, angenehme, klare Luft. Nicht stickig, so wie es vorm Gewitter immer ist. Danach richtig schön, ah. Und das ist auch mal wieder schön. So, dann das Eisen brutzelt noch vor sich hin. Da warte ich mal noch ein bisschen. Wieso habe ich eigentlich schon wieder 8 Erfahrungspunkte? Alter, das beschreibt man nicht. Kann ich die Kakteen? Habe ich hier irgendwo Sand? Hier oben ist kein Sand, ne? Habe ich den jetzt den ganzen Sand verbraten oder habe ich hier noch irgendwo was reingepackt? Will ich da noch irgendwas rum? Ich habe den ganzen Sand verbraten. Ich kann nicht keine Kakteen anfangen. Das ist natürlich gemein. Müssen eh gleich nochmal los und kann gleich noch ein bisschen Sand holen. So, das haben wir. Bäume wachsen was ich hin. Dann gehen wir mal eben. Ich kann auch alles rausnehmen, ich dussel. Buck, buck. Jetzt wollen die Schafis kümmern. So. Und ich sollte mir eine Schaufel machen. Weil wenn ich mir Sand holen möchte, möchte ich nicht mit der Hand abbauen. Geht mit der Schaufel viel, viel schneller. So. Auf geht's. Auf zum fröhlichen Schafe ernten. Ich sehe wieder Chaos hier. So. Ich komme, Schafis. Und das wird bestimmt interessant, auch wieder hier zurückzufinden. Es ist ein weiter Weg. Und wir müssen uns irgendwann mal die Schafe hierher holen. So, und was ich mir auch holen sollte, wäre vielleicht irgendwie Samen oder sowas. Weil ich glaube, das sieht hier ein bisschen schlecht aus. Müssen wir mal bei den Birken mal ein bisschen gucken. Es wird da ein bisschen Gras abgrasen. Das sieht ganz gut aus. Also, wo komme ich jetzt hier am besten hoch? Oh, hier ist ganz viel Kies unten. So. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Du bist im Weg. Du bist auch im Weg. Und du bist auch im Weg. So. So. Oh, da geht der Mond auf. Sieht so schön aus. Guck mal hier. So schön. So schön sieht das aus. Ach, das ist einfach nur gerade auslaufen. Da kommen wir schon wieder hin. Das Hinkommen ist ja kein Problem, ne? Nur irgendwie hier die ganzen Tafel wieder hochkommen.
Da hat das Problem. Super Höhlen hier. Und das Geblubber von dem Licht geht mir richtig auf den Sack. Wenn ich einen hätte. Da ist echt viele Höhlen überall, ne? Ah! Einfach nur hier hinstellen und ein Foto machen. Wunderschön. Ach Gott. Oh, guck mal, normaler Sand. Und ein Strand. Ich glaube, ich darf rechts. Rechts rum nicht. Links rum. Links rum. So. Ah, da ist er. Der Birkenwald. Mit den Schafis. Das wird bestimmt auch nochmal interessant, die ganzen Schafe dahin zu holen. Es reichen ja nur zwei. Aber müssen wir da ja erstmal hinkriegen.